Ayo, Sykes hier und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Der Titel sagt es schon, Ausnahmezustand wegen Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare Beta fängt dieses Wochenende an und ich habe mich nicht lumpen lassen und habe mir den Beta Key bestellt. Mein Beileid an die übrigens, die diesen Beta Key nicht bekommen haben. Wobei, der Beta Key bringt für euch eigentlich nur 2 Tage und die 2 Tage sind es mir wert, weil ich meine, das sind 10 Tage, die ich zocken kann. Ja, darauf kommen wir gleich zurück. Und zwar Ausnahmezustand. Bedeutet, ich werde jeden Tag, an dem ich Modern Warfare zocken kann, werde ich streamen. Angefangen vom 12. über den 13., 14., 15. und 16. Dann geht's weiter am 19. über den 20., 21., 22. und 23. Das ist jeweils von Donnerstag bis Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. 5 Tage am Stück. Okay, jetzt nicht am Stück, ich werde jetzt auch schon irgendwann zwischendurch pennen, aber es wird ein Stream-Marathon. Sprich, wir werden quasi gemeinsam, wenn ich Modern Warfare zocke, werde ich streamen. Ja? Das heißt, angenommen, wenn ich auf einmal irgendwie, keine Ahnung, irgendwann Bock bekomme, mitten am Tag auf Modern Warfare, werde ich nicht alleine für mich spielen, sondern ich werde direkt den Stream anschmeißen. Denn wir werden gemeinsam, ihr werdet im Beisein, also ihr werdet dabei sein, zuschauen oder gegebenenfalls auch mitzocken, wenn ihr wollt. Und was ich ursprünglich sagen wollte, ist eigentlich, gemeinsam werdet ihr mich begleiten, wie ich von Level 1 bis ich... Wir werden sehen, was das Maximum Level ist. Ich hoffe, Level 55 ist machbar. Zeitlich dürfte sogar möglich sein, weil ich glaube, wir werden jetzt nicht einfach nur einen Tag spielen oder so. Sprich, theoretisch könnte... Also, ich... Mein Beta, schwierig. Aber ich hoffe, man kann alle Waffen zocken und es ist alles schon so, wie es sein soll. Klar wird es hier und da ein paar Bugs geben, aber ich hoffe, man kann Full Level gehen und damit auch alle Waffen benutzen mit allen Aufsätzen. Da freue ich schon extremst drauf. Und deswegen, wenn ich auf einmal Montag um 12 Uhr noch Bock habe, Modern Warfare zu zocken, ich schmeiß den Stream an. Okay, klar, die nicht zuschauen können, das ist halt dann blöd, aber der Stream wird halt online bleiben und ich werde auch nach der ersten Woche werde ich auch einen Best-of zusammenschneiden. Sprich, ich werde das Ganze dann auch noch runterladen. Problem ist allerdings, dann habt ihr das Problem, also ihr habt dann natürlich dann auch das ganze Twitch-Overlay mit im Video drinne. Besser aber als gar nichts. Für die Leute, die halt eben nicht immer da sind, ist das dennoch eine kleine Entschädigung, finde ich. Und dasselbe dann nochmal in der zweiten Woche. Sprich, immer wenn ich Modern Warfare zocke, schmeiß den Stream an und ihr könnt mit zuschauen. Ihr könnt mitverfolgen, wie ich mal Level für Level für Level für Level eben Level. Das war geil gedeutscht, das waren wie viele Levels jetzt in einem Satz? Ob das ein Satz war, ich weiß es nicht, aber entscheidet selbst. Ja. Und dasselbe kommt dann eben nochmal in der zweiten Woche. Natürlich dürft ihr auch, natürlich je nachdem wie ich auch in der Laune bin, mitzocken. Ja, dazu einfach in den Stream kommen, einfach schreiben, ey yo, worauf zockst du? Darf ich mitzocken? Ich sage, okay, Bro, schick eine FA und dann zocken wir gemeinsam. Genauso könnt ihr auch einfach mal abchecken, Discord sowie Instagram, da erfahrt ihr, wann ich dann spontan anfange zu streamen. Noch hat man auf Twitter seitens Call of Duty oder Infinity Ward nichts gelesen, dass die Beta früher beginnt. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich werde morgen, genau, wenn die Beta beginnt, wahrscheinlich wieder 19 Uhr. Wie sonst, wenn Updates kommen oder sonstige Spiele freischalten werden vom Server her, 19 Uhr werden wir gemeinsam Call of Duty Modern Warfare Beta anfangen. Ich werde das Ganze im Stream. Sprich, ihr könnt euch das schon mal hinter die Ohren schreiben. 19 Uhr morgen, Donnerstag, den 12. werde ich Modern Warfare streamen, die Beta. Ihr könnt gerne einschalten, ihr könnt es gerne euren Freunden erzählen. Mich würde es freuen, wenn ihr zahlreich erscheinen würdet. Und mehr gibt es dem nicht mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, ab morgen 5 Tage am Stück und dann in der zweiten Woche auch nochmal 5 Tage am Stück. Kleine Info dazu, das erste Beta-Wochenende ist für die PS4 exklusiv aufgrund des Exklusivvertrags zwischen Activision und Sony. Und das zweite Wochenende ist halt eben dann Crossplay möglich. Sprich, die PS4er können mit PC-ler zocken, die Xbox-Gamer können mit den PS4er spielen, wie auch immer. Auch umgekehrt, also jeder kann mit jedem dann zocken. Crossplay sagt das ja ganze Jahr schon. Allerdings gibt es da auch eine kleine Info. Vom 19. und der 19. und 20. ist für Xbox und Microsoft Early Access. Ja? Sprich, wenn ihr das Spiel vorbestellt habt oder, also wenn ihr auf der Xbox zockt oder auf dem PC und COD vorbestellt habt oder den Key habt, dann könnt auch ihr am 19. und am 20. spielen. Für die PS4er ist der 19. und der 20. komplett frei. Das ist auch eine offene Beta.
Das hängt halt damit zusammen, weil, ne, Exklusivvertrag. Ich hoffe, ihr habt das Ganze soweit verstanden. Ich werde das Ganze nochmal in die Beschreibung packen. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Und ich werde auch die beiden Kanäle von Call of Duty sowie Infinity Ward von Twitter in die Beschreibung packen. Dort dürft ihr gerne mal das Ganze abchecken, falls ihr da Infos auch haben wollt. Wie gesagt, findet ihr alles in der Beschreibung, genauso wie ihr den Link zu meinem Twitch-Channel findet. Und damit würde ich sagen, going dark. Mach's nicht gut, mach's besser. Ich bin raus. Ciao.